Unsere Tiepolo-Ausstellung ruht auf zahlreichen Schultern. Und nicht die schmalsten gehören unseren Praktikantinnen und Praktikanten, die uns in der Vorbereitungsphase unterstützt haben. Es handelt sich dabei um Masterstudenten aus dem Fach Kunstgeschichte, die durch die Arbeit an den Objekten ihren ganz eigenen Blick auf Tiepolo und auch auf die in der Ausstellung versammelten Objekte gewonnen haben. Und diesen Blick werden Sie ab jetzt mit Ihnen teilen. Wir stehen hier vor einer Zeichnung von Giambattista Tiepolo, die uns einiges über seine Zeichenkunst und insbesondere über seine Meisterschaft im Freskieren von Deckengewölben verrät. Zu sehen ist ein junger Mann, der breitbeinig auf einem Vorsprung sitzt. Den Kopf nach rechts gewendet, hält er in seiner linken, weit von sich gestreckten Hand einen Stab, den der Künstler nur angedeutet hat. Betrachtet man das Blatt aus der Nähe, so fällt auf, dass Tiepolo die Figur zunächst in zarten, hellgrauen Graphitstrichen vorbereitet hat. Danach hat der Künstler mithilfe einer Kielfeder und mit brauner Bistertinte die Konturen der Darstellung skizziert. Auffällig ist, dass Tiepolo sich keinesfalls in allen Partien der Darstellung an seine eigene Vorzeichnung hielt. Besonders gut zu sehen ist das im Bereich des rechten Fußes. Nachdem der Künstler die Gesichtszüge und den Faltenwurf auf diese Weise modelliert hatte, überzog er die im Schatten liegenden Partien der Darstellung mit einer Lavierung. Dazu verdünnte er die Tinte mit Wasser und trug sie mit einem Pinsel auf. Die plastische Wirkung, die diese Lavierung entfaltet, ist besonders gut im Gesicht des Jungen zu erkennen. Hier hat Tiepolo fein säuberlich darauf geachtet, dass der Nasenflügel nicht verdunkelt wird und auf diese Weise der natürliche Lichteinfall imitiert wird. Wer genau der Junge ist und was er in seiner Hand hält, wissen wir nicht. Die Zeichnung steht auch mit keinem Gemälde und keinem Fresko aus der Tiepolo-Werkstatt in einer Verbindung. Tiepolo übte sich mit solchen Blättern vielmehr darin, Menschen in starker Untersicht darzustellen. Um den Jungen hier in einer derart steilen Perspektive zeichnen zu können, verkürzte er den Oberkörper, die Schenkel und Füße und staffelte die Körperteile hintereinander in die Tiefe. Auf diese Weise gelang es dem Venezianer, den Jungen die Sotto in Su darzustellen, wie es auf Italienisch heißt, also von unten nach oben gesehen. Tiepolo, der zeitlebens besonders für seine Deckenfresken gerühmt wurde, konnte es nicht schaden, derartige steile Perspektiven zu üben. Auf diese Weise legte sich der Venezianer auch ein Figurenrepertoire an, auf das er bei späteren Arbeiten jederzeit zurückgreifen konnte. Die Datierung der Zeichnung ist nicht gesichert. Allgemein wird angenommen, dass das Blatt nach 1753 entstand, also als Tiepolo wieder nach Venedig zurückgekehrt war. Wie die Zeichnung dann allerdings wieder zurück an den Untermain und in die Sammlung des Martin von Wagner Museums gelangte, liegt bis heute im Dunkeln.